So. Moment. So, Leute, da bin ich wieder. Willensstark und hier sehen wir Badass Barkstar, wie er bereit ist, seinen Counter-Strike durchzuführen. Entschuldige mein Englisch. Wahrscheinlich war das sogar falsch, aber. Okay, wir haben 0 Leben. Volles Herzchen. Von daher. Und wir haben reichlich Zeit. Von daher werde ich sehr gemächlich spielen. Ich meine, den hätten wir packen können, wenn, oder hätte ich packen können. Aber die Zuschauer geben mir natürlich die Motivation, meine Let's Plays zu spielen. Nein, ich wollte euch auf jeden Fall das dritte Level zeigen, eigentlich im zweiten Part schon. Und ja, das habe ich jetzt ziemlich verkackt. Und von daher hatte ich nicht vor zu verlieren bei dem Endgame eigentlich. Bei meinem allerersten Versuch hat es eigentlich sofort geklappt. Aber ich habe es ja schon mal erwähnt. Wobei, ich kann ein Ableben echt jetzt nicht mehr verzeihen. Das ist. Ich habe nochmal ein Safe State gemacht. Falls dieses Video fehlschlägt, ihr werdet es ja sehen jetzt. Also, es ist nicht fehlgeschlagen. Also, dieses Video spielt in der Vergangenheit. Doch würde dieses Video fehlschlagen, dann hätte ich kein Safe State mehr gehabt und. Ja, dann hättet ihr wahrscheinlich nochmal alles von vorne sehen müssen. Naja, ich hätte das Video erstmal gar nicht hochgeladen und. Oh, ich lasse mich doch nicht treffen von dem. Oh, den habe ich doch. Ein halbes Herz, den kriegen wir aber wieder mit, oder? Der nichtssagende Geheimgang, der absolut nichts bringt. Ich hoffe, ich spreche jetzt gerade nicht irgendwie zu leise, weil mein Mikro ist weiter von mir weg. Zieh's mal näher ran. Hoffentlich stört das nicht. Okay. Ah ja, da oben war ja noch was, womit wir unser halbes Herz ausgleichen können, eigentlich. Komm, Apfel. Ah, gut. Ich hätte jetzt eigentlich auch noch den einen abfragen können, aber. Ach, ich brauch das nicht. Ich habe meine Entscheidung getroffen und werde jetzt nicht mehr sterben. Ich bin rot. Ich frage mich, ob man, wenn man rot ist, nicht durch. Okay, da ist ja nichts hinter. Könnte ja irgendwie sein, was weiß ich, wie das Spiel tickt. Ah, okay. Ein Herzchen. Ein Herzchen weg. Oh, und eigentlich haben wir jetzt 94 rote Kristalle. Jetzt werde ich echt mal ein bisschen. Na, es wird mich schon ärgern, weil, wenn ich verliere. Ich werde nicht verlieren, aber. Was soll ich jetzt sagen? Jedenfalls schon ein bisschen. Man weiß, man hätte schon ein Leben bekommen. Ah, boah. Sehr gewagt jetzt, was ich hier mache. Vielleicht spreche ich auch gerade ein bisschen komisch, also vielleicht kapiert ihr gar nicht, was ich jetzt sage oder so. Ich rede eigentlich oft manchmal komisches Zeug. Oh. Aber der Schwierigkeitsgrad variiert auch. Als ich es versucht habe und ihn geschafft habe, hat er keine Raketen geschossen. Und er hat auch kein Morgenstern. Drei Herzchen nur noch. Und der hat nur noch ein paar Treffer nötig. Oh, leg das Ding nochmal weg. Den Morgenstern. Er ist weg. Er ist nicht weg. Ein halbes Herz ist, ne? Okay, ich denke mal, er legt ihn auch nicht mehr weg. Was war das für ein Geräusch eigentlich jetzt, was ich gemacht habe? Das ist echt jetzt. Echt, ich habe jetzt voll Adrenalin. Oh, und das Adrenalin ist weg. Na, also, das hast du verdient, du. Scheiß. Ich möchte mich hier vulgär zurückhalten oder so, aber das hat dieser Hurensohn verdient. Und das war auch das zweite Level und ich habe auch nicht mehr viel Zeit für den ersten Split. Ja, es ist einem Anschluss gekommen vor dem vorherigen Video. Ich werde versuchen, das Splitten zu beheben. Also, ich gucke nochmal, vielleicht tue ich noch weiter die Qualität zurückschrauben, keine Ahnung. Aber ich will auf jeden Fall so weit kommen, dass ich die Videos in Zukunft nicht mehr splitte. Ich versuche jedenfalls alles dafür, weil es nervt echt einige Leute oder so. Also, okay, ich mache da hier. Was soll ich eigentlich ankündigen? Ich kann jetzt einfach nur Pause drücken und werde euch im
nächsten Video nicht willkommen heißen, sondern direkt weiterspielen. Na, direkt war das jetzt gerade nicht. Okay, wie ihr seht, wir sind in einem ziemlich coolen Level. Eine ziemlich coole Musik ist da eigentlich auch. Und ja, eigentlich ist das mein Lieblingslevel, kann man sagen. Man sieht ja auch schon, wir rasen mit Highspeed den Berg hoch auf diesen Roboterhahn und haben weiter mit Löwen zu kämpfen. Und es geht so weit, wir landen im Weltall. Nein, landen wir natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Also, wir können uns nicht bewegen, wir können uns nur leicht nach links und rechts, sogar schnell nach links und rechts bewegen und halt auch unsere normalen Attacken ausführen und auch schießen mit dem Hahn. Aber gucken wir mal in die andere Richtung. Okay, wir können auch in die Richtung gucken. Ja, wie gesagt, ich muss echt mal schon aufpassen zu unterscheiden zwischen Splits und Videos. Also eigentlich ist es mein zweiter Split, das merke ich manchmal nicht. Yay, ist das nicht cool? Also diese Stachel... Ah, jetzt ist unser erster Zwischenboss hier. Oh, ich komme mit den Ringen gar nicht mehr mit, so schnell geht das hier. Der könnte uns jetzt echt zu Hackfleisch verarbeiten. 60 Kilogramm. So viel wiege ich natürlich nicht. Irgendwie ist das Lied auch ein bisschen komisch. Ja, ich meine, manchmal denke ich, das Lied verliert so seinen Stereoanteil, weil es ist manchmal so ein Fehler von Emulatoren. Aber egal, da haben wir ihn erledigt, den General Wolf. General Line nenne ich ihn einfach mal. Na, und dort tut er in komikhafter Manier vor uns weglaufen. Also, das ist nicht das erste Mal, dass wir ihn treffen. Da, und direkt geht zum nächsten Hahn. Boah, ob das nötig war. Oh, und er läuft sogar mit mir. Es gibt ja auch einen Geheimgang oder so, aber ich glaube, ich habe den leider schon vergessen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Na doch, ich glaube, ich habe vergessen. Nope, und das ist ziemlich lustige Routinearbeit hier. Oh, wie lange geht das denn noch? Oh, jetzt bin ich in der Luft und werde höchstwahrscheinlich sterben. Aber wir haben noch ein Continue. Hm. Geil, ich liege im Hahn als fahrbarer Sarg. Oh, so, wo starten wir eigentlich? Oh, das ist nach dem General. Phew. Eigentlich haben wir das Level sogar schon fast geschafft. Ob ich das noch in den letzten paar Sekunden schaffen werde? Ja, wir haben ja mehr als eine Minute, aber... Ah. Nee, da muss ich echt aufpassen. Ja, und jetzt geht's richtig schnell weiter. Ups. Kann es da nicht was passieren? Ich probier's nicht aus. Die Dinger sind eigentlich recht harmlos. So habe ich sie zumindest in Erinnerung. Also ich müsste eigentlich nur mit Vollspeed. Ah, so eigentlich. Ich müsste echt öfters mal hier mit meinem Schwert schlagen. Da. Jetzt müsste eigentlich der Endgegner kommen. Ihr habt die Musik ertönt. Und den hoffen wir, schaffen wir den noch in dem Split. In dem Part. Oder ich kratze ab und muss dann Level normal machen. Aber ich habe kein Problem damit. Jetzt zumindest nicht. Ja, und der ist, glaube ich, einfacher als der letzte. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ja, die Teile bewegen sich auch und ich muss sie, glaube ich, mit zerstören. Schwer zu treffen übrigens. Eins nach dem anderen sollte ich machen, aber... Ah, okay. Komm schon. Stirb, du elende Made. Okay. Dann bin ich nun mal tot. Aber das ist auch eine gute Gelegenheit, euch das Speichersystem zu erklären. Denn das Spiel speichert nicht einfach die Daten, wie eigentlich von jedes zu diesem Zeit fortgeschrittene Spiel, sondern man muss halt Passwörter eingeben. In diesem Fall ist das unter Sparkster Grad hier die Äpfel und die Kristalle und die Banane. Die muss man im speziellen Passwortmenü. Ich glaube, ich gebe es auch im nächsten Video einfach mal ein, um euch das zu zeigen. Das ist keine große Sache, aber ich will euch ja möglichst viel vom Spiel zeigen. Also das wäre es erstmal mit dem dritten Level. Na, ich werde es ja nochmal machen müssen. Und ja, für alles Weitere bis später im Part 4. Also bis dann.